Willkommen bei einer weiteren Folge von Nether. Und ich werde heute mit euch wieder mal ein bisschen PvP wagen. Ich werde es jedenfalls wagen. Und setze mal meine Attribute auf Pistolen. So, nur ein bisschen Glück. Die verliere ich wahrscheinlich in dieser Folge ja sowieso schon wieder. Obwohl wir schon hier stets 8 Stück gekillt haben. Dabei habe ich ein Messer. Okay, das ist nicht wirklich wertvoll und viel. Deswegen muss ich wieder mal erst auf die Suche gehen. Und wir befinden uns gut. Nein, wir sind mitten auf der Brücke. Was soll das denn? Und ich mache meine Lautstärke mal ein bisschen lauter. Da schrecke ich mich viel besser, wenn ich gekillt werde. Und versuche jetzt erstmal ordentlich was zu finden. Auf dem Server ist es noch, ist es Freitag, fast 12 Uhr. Ne, wir haben 12.30 Uhr. Boah, vergeht die Zeit heute schnell. Ist noch nicht so voll gewesen, war auch der vollste mit 14 Spieler inklusive mich. Aber es wird ja schon irgendwas passieren. Checken wir direkt mal den Rettungswagen da hinten ab. Ich höre was knurren. Und es hat mich gehört. Es hat mich angespuckt. Wie hat es mich denn gehört jetzt? Okay. Ein bisschen hat es mir abgezogen. Bleibt langsam leider nichts anderes übrig. Und wir haben noch eine Rolle Klopapier, wir haben noch, ja, die Tasche ist eigentlich voll, das ist ziemlich blöd. Deswegen versuche ich mal zur Safe Zone zu gehen. Und ein bisschen was davon loszuwerden. Unterwegs suche ich mir natürlich eine Knarre, die jetzt wohl das Wichtigste von allen ist. Hier ist natürlich nichts am Rettungswagen. Selbstredend. Was passiert gerade hier? Aha. Auf einen Messerkampf habe ich nämlich jetzt keine Lust. Das ist mir zu anstrengend. Könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie ich hier immer mit... Was für eine Herzfrequenz ich hier sitze, wenn ich hier einen Kampf habe mit dem Messer. Da sind wir völlig umsonst diese Etage hochgelatscht. War denn der Rauch? Da war doch Rauch auf dem Dach, oder? Nee, war nicht. Dann ist der Kran. Hier geht's Richtung Safe Zone. Wir versuchen mal. Das ist ein bisschen höher. Also verzeiht mir, wenn ich da Schaden nehme. Aber nein, der hat echt sehr guten Knochenbau. Ein sehr, sehr unpraktischer Basketballplatz. Ich denke mal nicht, dass man hier gut dribbeln kann. Ich sag euch, ich passe wirklich auf, aber das passiert mir jetzt halt ständig, dass man da irgendwie die Dinger in den Finger läuft. Kann auch passieren. Ist halt sehr... Sie stehen dann plötzlich da neben dem Gebüsch. Da ist ziemlich schwer, sie zu erkennen. Da hinten leuchtet schon was. Wahrscheinlich wieder Klopapier. Ich weiß, dass das eine Bandage ist. Ich mache Sachen aus Spaß. Klopapier hat mir irgendein ein Kollege über Steam... über Steam das schon... Also ich habe eine mega gute Nachricht bekommen. Ich habe keinen Platz mehr. Deswegen nehme ich die jetzt auch, meine, die ich schon habe. Dann haben wir den Platz frei. Und müssen nichts liegen lassen. Also ich habe eine schöne Nachricht gekriegt, eine sehr, sehr gute Hilfestellung. Aber sehr schwer alles nachzuarbeiten. Munition. Danke für die nette Nachricht außerdem. Das könnt ihr ja sehen, in dem letzten Video, glaube ich, da hat er es im Kommentare gepostet. Ist eine ewig lange Nachricht. Ich habe die natürlich auch gründlich durchgelesen. Mit sehr, sehr viele Hilfestellungen. Aber dadurch habe ich gelesen, dass ich das einzige Scharfschützengewehr gefunden habe, was es im Augenblick gibt. Was mich ein bisschen traurig macht. Aber es werden ja neue kommen. Die Entwickler geben Vollgas der Entwicklung her. Denn es wird bald, also ich habe es heute bei Facebook gelesen. Die, boah, was ist das denn für ein Skelett? Ist das ein Mensch? Cool, das schwimmt auch. Also bald diese Möglichkeit gibt, Leute einzuladen, dann kann ich hier einen Knopf drücken und dann kann ich andere Spieler einladen direkt und man sieht sich hoffentlich dann auf der Map auch, was die Sache vereinfacht. Wenn ich jetzt einen von euch treffe hier, dann weiß ich ja gar nicht, wer ihr seid, bis ich euren Namen lese und den muss ich ja erstmal finden. Den muss ich erstmal in Erinnerung haben, den Namen. Hügel hat er gesagt, soll ich meinen, aber den meine ich jetzt erstmal nicht.
weil ich so cool bin. Und check ab, was hier gibt. Oh Mann, eine Brechstange und nehme ich mal die Axt, die ist wesentlich stärker. Ich habe keinen Platz, sie nimmt er nicht direkt. Schade eigentlich. Nehmen wir mal unsinnigerweise das. Weil die packt er mir jetzt direkt. Ne, als Mediwaffe kann er das ja gar nicht packen, weil ich ja das Messer noch habe. Was wir jetzt verlieren. Auf Wiedersehen, Messer. Wir sehen uns in einigen Minuten wieder. Die Brechstange lassen wir liegen. Na, ich hätte jetzt wesentlich gerne eine Pistole. Wo sind wir genau? Hier oben. Ach, wir sind ja direkt an der Safe Zone. Dann gehe ich direkt hoch. Was ein Zufall. Das war jetzt nicht geplant. Hier unten finde ich nichts. So nah an der Safe Zone ist meistens nichts. Oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht? So, I. Ja, was kann ich jetzt wegballern? Munition 9 mm? Nee. Da gibt es dann auch wieder einen Trick. Den hat der Kollege mir auch geschrieben. Ich probiere den direkt mal aus. Nicht lachen, wenn es nicht klappt. Ich lasse die fallen. Das hat ein bisschen sehr viel Munition auch. Und nimm die nochmal auf. Ja, und dann stapelt er mir die. Und da habe ich wieder einen Platz frei. Was sehr praktisch ist. Das Ganze mache ich mit der hier auch. Boah, im Aufpassen, die nee, wenn man falsch drückt, ist auch nicht schlimm. Man muss ja erst bestätigen, wenn man es verkauft. So, ich habe aber trotzdem das Problem. Jetzt kann ich nur so viel Munition mitnehmen immer, ne? Aber macht ja nichts. Wir nehmen uns direkt eine Pistole. Und die kann ich jetzt nicht splitten, die Munition. Aber die finden wir ja öfter. Und verkaufeln das hier. Schön. Den verkaufe ich auch. Mal gucken, was der wert ist. Nix, der war jetzt 4 Dollar wert. Zigaretten. Ihr wisst ja, von wem ich da vom Video davor. Und das Essen, das hauen wir uns in Wams jetzt. Und dann geht es ein bisschen los hier. Versuche ich noch eine Knarre zu finden. Ich würde jetzt gerne das Gewehr mitnehmen. Ich lasse es aber erstmal. Denn wir finden garantiert eine neue. So, wir speisen erstmal das Militäressen. Und jetzt die Tüte Chips. Auf geht's. So war die gar nicht. Und das ist eine sehr hübsche Pistole. Mit 13 Schuss könnte ich tatsächlich etwas erreichen. Falls ich jemand anders sehe. Na. So nah an der Safe Zone. Hier scheint keiner rumzulaufen. Kippen. Noch eine Pistole. Und noch eine Bandage. Und hier erspähte ich schon was um die Ecke. Schön, 9 mm Munition. Und noch eine Brechstange, die habe ich wahrscheinlich, die kann ich gar nicht nehmen. Ist noch ein bisschen verbuggt. Dann geht's ab zur Safe Zone. Und das ist ja der spannende Teil meines Spiels jetzt gewesen. Das war wirklich nah an der Safe Zone, der Loot. Das macht die Sache ja nicht allzu schwer, was zu sammeln. Aber war jetzt ja auch nichts super Wertvolles. Da schmeiße ich mal die Pistole hier rein. Verkauft die Kippen schon direkt. Schön was wert. Emotion behalten wir hier. Habe ich mal eine Idee. Mal gucken, was so eine Waffe wert ist. Ich lasse die mal. Entlade die mal. Ach cool, wird sofort gesteckt. Und verkauft die jetzt, meine Pistole. Und eine schöne Pistole.
158 und zack. Boah, krass, $10 eine Pistole. Dafür riskiere ich mein Leben, Kollege. Na? Komm du mal da raus. $10 für eine Pistole. Was ist denn mein Gewehr dann wert? War das mir bestimmt oder einen Spieler? Ja, es war mir bestimmt. Nicht spucken. Da läuft er. Ach, als ob ich dich nicht sehen würde. Hallo? Was ist hier los? Kommen die jetzt alle hier oder was aus dem Umkreis? Ich hab doch nicht mal geschossen. Ja, ich habe nur noch Rollen dabei. Das solltet ihr mir mal in meinen Kommentaren schreiben, wo die jetzt alle herkamen. Ich habe ja gar nichts gemacht. 4. 5. Gut, die Energie ist aber noch in Ordnung. Mittlerweile habe ich den Kampf mit denen so halbwegs raus. War es aber nicht wirklich effektiv, ne? Dieser Kampf. Obwohl ich gelevelt bin, ein bisschen. Das ist schon mal ganz gut. Gehe ich mal ein bisschen weiter an der Ecke hier. Und im Umkreis von 200 Metern haben wir wahrscheinlich nie ein einziges von diesen Dingern. Vielleicht bin ich gesprungen. Vielleicht war das ja schuld. Gucke ich mal schnell in mein Charaktermenü. Da haben wir jetzt 3 Punkte. Die gebe ich alle auf Knarre. Kann man sowieso nur auf einmal geben oder was? Jetzt habe ich einen Kopfschuss frei. Keine Ahnung. Skill Headshot. Ach man, ich kann es sogar lesen. Level Skill makes a Headshot. Du warst Critical. Ah, cool. Wenn ich einen Kopf treffe, gibt es 50%igen mehr Schaden. Obwohl ein Kopftreffer ja an sich sehr ungesund ist, ne? Meiner Meinung nach. So, hier lootet alles wieder neu. Hervorragend. Pillen. Bleich ist sehr wertvoll. Ja, soll ich jetzt hier hin und her laufen die ganze Zeit oder was? Oh, verdammt. Den habe ich jetzt zu spät gesehen. Warum komme ich denn nicht an meinen Global Inventory, wenn ich gestorben bin? Kehr. Achso, ich sollte Play drücken. Ach, ja gut, was Wertvolles hatte ich jetzt nicht, bis auf meine Pistole. Ich habe einfach drauf losgeballert, falls ihr das gesehen habt. Hat leider nichts gebracht. Oh, der kam aber auch ganz schön angewetzt. Ja, so nah an der Safe Zone sollte man sich einfach nicht aufhalten. Das macht einfach keinen Sinn. Man hat es jetzt sofort gesehen. Einmal war es Glück. Und so haben wir dann auch unser PvP-Spaß. Auch wenn wir den Löffel ständig abgeben müssen. Ich brauche gar nicht springen. So, mit leeren Taschen, bisschen Medizin. Unser nettes Gewehr, wer ist das Feines? Auch wenn die Map noch sehr klein scheint, läuft man hier eigentlich rum, aber dadurch wirkt sie eigentlich wieder riesig, muss ich sagen. Also sich jetzt nochmal zu treffen, ist eigentlich fast gar nicht möglich. Da muss man schon Mordspech haben. Oder Glück, wenn man Rache nehmen will. Aber ich bin nicht so ein böser Mensch, der immer Rache nehmen will.
Ist halt das Spielprinzip hier und wenn man öfter steht, wird es schon sehr frustig, muss ich schon sagen. Also wenn ich jetzt schon wieder den Löffel abgebe gleich, dann bin ich schon ein bisschen traurig, aber muss halt weitergehen. Ist ja wie im echten Leben. Wenn ich da erschossen werde, dann muss ich auch weitergehen, ne? Die blöde Lebensweisheit. Wo bin ich denn jetzt da? Dieses Gebäude. Da lag mal das Scharfschützengewehr, glaube ich. Oder was? Nee, dieses war es bestimmt nicht. Oder? Oder? Ich guck mal, ob ich da reinkomme. Da muss ich so viele Dinger töten, damit der mich wieder erledigt. Ich glaub's einfach irgendwie nicht. So schnell verliert man hier sein Leben. Das Gebäude ist absolut dicht, da kommt man gar nicht rein. Da oben kommt man aber raus, sonst wäre ja nichts gebaut. Und hier sieht es auch wesentlich interessanter aus als gedacht. Das sieht auch nur interessant aus, hier ist nix. Nix mit Ü, nix. Oh, hier sieht sehr gut aus. Bisschen professionell alles. Boah. Aber hier haben wir wiederum nix. Ich glaube nicht, dass meine Videos spannender dadurch werden, dass ich überhaupt nichts finde. Uop. Das macht bestimmt Mordskrach. Okay. Den Zug kommt man nicht rein, glaube ich. Nein. Sieht sehr zu aus. Das ist hier diese mega Rauchentwicklung, diese Reifen sind's. Braucht man. Nett zu wissen. Wir gehen einfach trotzdem wieder in diese Richtung. Ich springe zu viel, ich weiß. Aber da ich ja fast nichts habe, fühle ich mich zu wohl zu sicher. Da oben habe ich Tüte Chips, habe ich gesehen. Was ist denn? Nee, keine Tüte Chips. Nur rotes Licht. Himmel, Herrgott, hier ist ja gar nichts. Und schon wieder so nah an der Safe Zone. Und das mit dem Messer. Das ist ja dumm. Toll.
Ich möchte sehr gerne was finden. Sehr, sehr gerne sogar. Oh, tolle Munition. Dafür will ich aber eine Waffe. Esse ich sofort. Die Uzi habe ich schon lange nicht mehr gefunden. Die war anfangs eigentlich fast überall. Dollar. Geld regiert die Welt. 10 Dollar. Kann man sich kaum vorstellen, dass in so einer Welt noch Geld was wert ist. Sofort essen. Und noch mehr Geld. Ja, schön. Aber immerhin finden wir Geld. Aber ein Schießprügel wäre mir jetzt am liebsten. Ist das Munition oder wieder nur Tüte Chips? Ah, Tüte Chips. Kann ich leider nicht looten. Was sind das denn? Normale Chips oder sind das? Das sind so eher diese, wie heißt die nochmal, die Dreiecken? Tortillas, so wie die Dinger heißen? Lass mir raten, eine Tüte Chips. Aber meine Tasche ist schon wieder. Ne, die ist noch gar nicht voll. Keineswegs. Ich konnte die jetzt auch nicht aufnehmen. Nicht, dass euch wundert, dass ihr mal vorbeirennen. Und eigentlich möchte ich euch ja unterhalten. Mit Action und Spaß und Spannung und PvP, aber wie ihr seht, ziehe ich hier irgendwo immer den Kürzeren und habe immer die Arschkarte, weil ich nur Tüten Chips finde. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber es werden definitiv hier und da garantiert spannende Folgen entstehen. Ja, wenn ich mal was hab, dann sollte ich nicht suchen, dann sollte ich gleich kämpfen. Gar nicht erst versuchen, irgendwo nur rumzurennen und zu suchen. Weil das eigentlich gar nichts bringt. Dann macht man sich eigentlich nur. Da wird man einfach nur schwächer. Weil man sich darauf konzentriert, dass andere Spieler hier sein können. Oh, da ist schon wieder der große Rucksack. Der war hier schon mal. Den habe ich jetzt hier zum zweiten Mal gefunden. Ich zeige euch das auf der Map. Da habe ich ihn schon zum zweiten Mal jetzt gefunden. Dann hat das wohl was zu bedeuten. So, den hat er auch sofort angelegt, hoffe ich. Ja. Und jetzt haben wir keinen grünen Rucksack mehr und sind nicht mehr ganz so dolle sichtbar. Aber leider kann ich ihn jetzt verlieren. Und jetzt habe ich wieder Muffensausen. Dass ich ihn verliere. Und wir sind verdammt nach einer Safe Zone. Ich finde, man sollte auch noch einen finden zum Beispiel. Dann könnte man sich den im Lager legen. Aber der Lager ist auch so klein. Das Globale sollte doch ein bisschen größer werden. Aber ich denke mal, dass das bestimmt in Arbeit ist. Auch mein Gott. Ich will doch nur eine Waffe haben. Brechstange. Na, kann ich nicht mitnehmen, bringt mir ja nichts. Das Messerding habe ich gesehen. 5 Dollar. Und der Kollege schrieb mir in dieser langen Nachricht, aber ihr könnt es ja selber lesen, dass man ja auch Geld verliert, wenn man stirbt. Immer so und so viel Prozent von dem, was man gerade hat. Was ja, ich weiß nicht warum, aber ist halt so. So, hier haben wir auch wieder eins. Ich glaube, ich lege mich mal mit dem an. Damit es mal ein bisschen spannender wird hier. Klar, 10 Meter Entfernung trifft er mich. Oh, ist das Messer Schrott. Boah, damit ist die halbe Energie abgezogen.
Das ist nicht gerade wirklich spannender so. Zweimal Spray. Das ist ja einiges wert. Und nach Überraschung eine Tüte Chips. Essen müsste eigentlich auch in der Safe schon sehr gut wert sein, ne? Okay, wir haben ordentliche Energie verloren. Und deswegen packe ich mir jetzt hier. Die Bandagen rum. Aber erst wenn ich in der Safe bin. Wenn ich jetzt sterbe, ist ja egal. Oh nein. Das ist doch die Safe Zone. Aber das, der ist ja kein Problem. Der kriegt einen Schnipper ab und dann ist er tot. Safe Zone? Die Viecher in der Safe Zone drin, das ist ja ekelhaft. So. Verkaufen. Zigaretten sind echt wertvoll. Insektenspray geht doch, ist doch nicht so wertvoll. Die Munition behalten wir. Schmeißen uns das Gewehr jetzt rauf. Was soll's? Und dann sage ich einfach mal, um das nicht so in der Länge zu ziehen, sehen wir uns in der nächsten Folge, dann werde ich mit dem Gewehr mal Action machen. Aber erst muss ich den erlegen. Oh, ich kann nicht feuern in der Safe Zone, das ist natürlich sehr praktisch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, da werde ich mit dem Gewehr mal ein bisschen Action machen. Bis dann.